Hallo, dieses Video handelt von der orientalischen Stadt. Du lernst die Merkmale und den Aufbau einer traditionellen orientalischen Stadt kennen. Deine Aufgabe ist es, das Modell der orientalischen Stadt am Ende des Videos zu übernehmen und die typischen Merkmale aufzuschreiben, um diese später an verschiedenen Städten der arabischen Welt nachweisen zu können oder die Veränderungen im Wandel der Zeit zu erkennen. Im arabischen Raum befinden sich die ältesten Städte der Erde. Diese besitzen eine teilweise über 5000 Jahre alte Geschichte. Erst im Mittelalter, also seit etwa dem 7. Jahrhundert, wurden diese Städte durch den islamischen und ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch westeuropäische Einflüsse überprägt. Viele Merkmale der orientalischen Stadt sind auch heute noch aufzuspüren. Und genau diese typischen Strukturelemente der traditionellen orientalischen Stadt sollen nun modellhaft dargestellt werden. Okay, fangen wir mal an. Im Mittelpunkt, wie man sieht, befindet sich eine große Moschee, die Freitagsmoschee der Muslime. Sie ist sowohl geistliches als auch zugleich öffentliches Zentrum der traditionellen orientalischen Stadt. Sie heißt Freitagsmoschee, weil in dieser Hauptmoschee einer Stadt das Freitagsgebet stattfindet. Dieses Gebet ist für Muslime eine im Koran verankerte religiöse Verpflichtung und sollte nach Möglichkeit eben in dieser Freitagsmoschee verrichtet werden. Moscheen können sehr unterschiedlich aussehen. Auf diesem Bild hier ist der Innenhof der Umayyaden-Moschee in Damaskus zu sehen. Sehr beeindruckend ist auch die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, die hier unten drunter zu sehen ist. Oder die Sultan Ahmed Moschee in Istanbul, links oben. Sie besitzt 6 Minarette. Das sind die Türme, von denen der Muezzin 5-mal am Tag zum Gebet ruft. Heute geschieht es per Lautsprecher. Früher stiegen die Muezzine auf den Turm oder auf das Dach. Minarette gibt es nämlich erst ab etwa dem 7. Jahrhundert nach Christus. Alte Moscheen haben daher nicht unbedingt Minarette. Kommen wir nun zurück zu unserem Modell. Um die Moschee herum befindet sich der Basar. Dieser wird auch Souk genannt. Er ist das wirtschaftliche Zentrum der Stadt und in seinen teilweise überdachten, engen Gassen herrscht tagsüber ein geschäftiges Treiben. Das ist auch heute noch so. Zahllose Händler bieten hier ihre Waren an. Diese sind meist nach Branchen geordnet. So weiß der Kunde, wo er Teppiche, Lederwaren, Kupferkessel oder Haushaltsartikel einkaufen kann. In unmittelbarer Nähe der Moschee findet man religionsbezogene Artikel wie Gebetsketten und Koranbücher. Danach trifft man auf Gold- und Silberschmiede, Tuchverkäufer und Schneider. In weiterer Entfernung von der Moschee findet man Haushaltsartikel. Den äußeren Ring bilden Handwerksbetriebe, da hier die Produktion mit Lärm- und Geruchsbelästigung verbunden ist. Übrigens, beim Kauf gehört das geschickte Feilschen um den Preis zum guten Ton. Im Basar liegen auch noch Gebetsräume, Lokale, Teestuben, also weit mehr als nur Handel und Gewerbe. Um den Basar gruppieren sich Karawansereien. Über diese wird der Groß- und Fernhandel abgewickelt. Auf Arabisch heißen die Karawansereien Funduk. Diese Herbergen an Karawanstraßen boten Reisenden und deren Tieren und Waren Unterkunft und Versorgung. Teilweise dienten diese oftmals mehrstöckigen, ummauerten Höfe auch als Warenlager und Handelsplatz. Heute werden Karawansereien touristisch genutzt, zum Beispiel als Hotels oder Museen. Ja, was kommt nun? Um den Basar herum ordnen sich jetzt ethnisch und religiös unterschiedliche Wohnquartiere an. Beispielsweise, wie man hier sieht, die Wohnquartiere der Muslime. Das ist hier der Fall, auch hier und hier. Dann haben wir hier die Wohnquartiere der Griechen, Armenier und anderen. Das könnte jetzt hier der Fall sein. Und die Wohnquartiere der Juden, das ist hier der Fall. Diese sind jetzt auch räumlich vom Basar und auch voneinander durch Mauern getrennt. Sehr schön sieht man das in Jerusalem. Hier findet man jüdische, muslimische, christliche und armenische Quartiere. In der typisch orientalischen Stadt dominieren jedoch die Wohnquartiere der Muslime. Typisch ist außerdem das Sackgassenprinzip in den einzelnen Quartieren, hier in der Darstellung nur angedeutet zu sehen.
Der Sackgassengrundriss entspricht dem Wunsch nach privatem Wohnen und Schutz. Reichtum wird nicht nach außen gezeigt. Und dennoch, in der Mitte des jeweiligen Quartiers lebt die reiche Bevölkerung, die Oberschicht. Die verwinkelten Sackgassen prägen das Stadtbild. Ebenso wie die Innenhofhäuser dem zurückgezogenen Familienleben im Islam Rechnung tragen. Die Wohnquartiere sind jeweils mit einem kleinen Subzentrum, einem Stadtteilmarkt mit Moschee und Badehaus ausgestattet, also kleine Basare hier in den einzelnen Vierteln. Lass dich von dem weißen Rand noch nicht irritieren. Denn um die Wohnquartiere herum zieht sich die Stadtmauer als deutliche Abgrenzung. Von dieser ist heute meist nicht mehr so viel übrig, aber mit der Stadtmauer einher geht auch die randliche Anordnung von Burg oder Palast. Die Burg, die wird auch Kasba genannt und ist eine innerhalb einer Stadt befindliche Festung. Nicht selten ist diese in der Nähe des jüdischen Viertels, wie auch hier. Denn die Juden, die bedurften wegen ihres Geldes besonderem Schutz. Dieses Bild hier rechts unten zeigt die Kasba von Sousse, das ist in Tunesien. Oft wird diese Burganlage auch als Zitadelle bezeichnet. Neben diesem mitunter ehemaligen Sitz eines stadtfremden Herrschers finden sich am Stadtrand außerdem Friedhöfe, mohammedanisch, das wäre hier oben, jüdisch, das wäre hier, und der anderen Gruppen, zum Beispiel der Christen. Auch Karawansereien oder Viehmärkte finden sich am Rand oder außerhalb der Stadtmauer. Fassen wir zusammen. Wir haben das Modell der orientalischen Stadt kennengelernt. Wir finden in dem typischen Aufbau folgende Merkmale. Eine große Moschee, die Freitagsmoschee der Muslime, als geistlicher und öffentlicher Mittelpunkt, genau im Zentrum, das ist hier. Den Bazar, der auch Souk genannt wird, also das hier drumherum. Dann Wohnquartiere, ja, unterschiedlicher Art, ja, vorrangig natürlich der Moslems, aber auch der Juden oder Christen. Dann als deutliche Abgrenzung die Stadtmauer, hier blau gekennzeichnet. Dann eine Burg, hier rot gekennzeichnet, die teilweise auch ein Palast darstellen kann. Dann haben wir innerhalb der Stadtquartiere den Sackgassengrundriss, der jetzt hier nicht dargestellt ist. Und natürlich auch die Innenhofhäuser, die dem Streben nach Sicherheit, aber auch dem privaten Leben der islamischen Grundsätze folgt. Diesen Aufbau solltest du unter der entsprechenden Überschrift in deinen Hefter übernehmen oder in deinen Aufzeichnungen. Hier sind auch nochmal die wichtigsten Merkmale, die ich eben genannt habe, zusammengefasst. Du kannst sie gern weiter ergänzen und auch mit übernehmen. Nun sind wir auch fertig. Der nächste Schritt ist nun, genau diese Merkmale an den verschiedenen Städten der arabischen Welt nachzuweisen. Und natürlich auch zu schauen, welche Veränderungen gab es. Was ist eben noch da und was nicht mehr. Die verwendeten Bilder sind im Internet zur freien Wiederverwendung auch gekennzeichnet. Hier sind die Quellen dazu. Das Modell ist selbst gestaltet, wie man auch sieht, und angelehnt an das Idealschema des Funktionalgefüges der islamorientalischen Stadt nach Detmann, findet man in einigen Büchern zu stadtgeografischen Themen wieder. Ja, solltest du noch Fragen haben, dann kannst du die gerne am Anfang der nächsten Stunde stellen oder mir einfach eine E-Mail schicken. Bis dahin.